Wenn das stimmt, verkauft der deutsche Fachhandel Gerätschaften ohne Zulassung. Ein herzliches Grüß Gott zusammen. Willkommen zu einer neuen Folge PB Info, das Montagsformat, in dem ihr mir unter diesem Video eure Fragen stellen könnt unter dem Hashtag PB Info und ich so gut wie es geht darauf eingehe und beantworte. Eine interessante Frage stellt sich mir, und zwar, ich habe da zwei Warnenleuchten liegen, einmal nur einen Einsatz, den habe ich ausgebaut, und einmal nur das Unterteil. In meinem letzten Video, das Video verlinke ich da oben, haben dann mehr oder weniger die sich mit der Thematik auskennen, behauptet, dass ich in dem Video was zeige, was nicht zulässig ist. Bevor ich auf das Thema aber genauer eingehe, möchte ich noch was zeigen. Und für dies möchte ich mich recht herzlich bedanken. Bedanken vor allem bei all denjenigen, die mir aus meiner Amazon-Wunschliste so viele nützliche Dinge zukommen lassen. Wie man sieht, das sind alles Sachen, die ich in Projekte wieder verwende. Aktuell ist meine Liste auch unten und es sind noch ein paar Sachen drin. Also wer mich unterstützen möchte, jederzeit willkommen. Vorab schon mal vielen Dank. Diesmal habe ich wieder ein paar richtig tolle Sachen gekriegt. Da hat mir einer was zukommen lassen und hat sich gedacht, so ein klappbares Cutter, wo man die Klingen ganz einfach wechseln kann, war für den Helmut genau das Richtige. Und da kann ich nur sagen, du hast meinen Geschmack voll getroffen. Vielen Dank an alle, die mich unterstützen. Danke. Das Messer ist echt geil. Nochmal danke. Weiter im Programm. Letzte Woche habe ich in einem Video, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe, auf alle Fälle hat man da den Schraubstock gesehen, mit dem ich eigentlich alles machen kann. Und dann bin ich gefragt worden, ja, wo der her ist und so weiter. Und ich soll ihn verlinken. Ich habe mittlerweile gesehen, ich habe ihn in einem letzten Video mal irgendwo verlinkt. Der ist sogar ein paar Mal jetzt mittlerweile schon verkauft worden. Aber ich möchte ihn kurz zeigen. Den Ganzen kann man natürlich einfach mit dem Dings die Bumster montieren. Kann ich da hervor montieren. Hat dann da das Kugelgelenk, weil wenn da geöffnet ist, dann kann ich den ganz normal wie einen Schraubstock verwenden, wieder spannen. Da haben so Zapfen dabei, dass man herum nur was einspannen kann. Gibt es das ja. Es sind da so Nuten drin, dass man auch was Rundes einsetzen kann. Sollte man die nicht brauchen, kann man die dahinter einfach einsetzen und man läuft nicht Gefahr, dass man sie verliert. Also ich finde den Weltklasse, natürlich ist der speziell entwickelt, eigentlich mehr für die Elektrobranche. Da geht es natürlich dann auch darum, dass ich jetzt zum Beispiel den mir so herrichten kann und kann den als Halter nehmen. Kann dann wieder, wenn ich das einsetze, da nur was verankern, kann das zumachen, kann das mit dem Spannhebel spannen und dann bewegt sich da auch nichts mehr. Wirklich jede Position, die ich da irgendwie, oder nahezu jede Position, die ich brauche, kann ich da verwenden. Einer von den Pins hat eine Libelle drin, dass man den Schraubstock auch wieder ganz plan ausrichten kann. Das ist der Spannfix 4.0 von der Firma Bernstein. Die Webseiten von dieser Firma, die haben überhaupt
fahre ich so Elektronikwerkzeug, Elektrikerwerkzeug, Elektronikerwerkzeug für EM-Arbeitsplätze. Unwahrscheinlich viel Zeug, unwahrscheinlich viel hochwertiges Elektrikerzeug. Ich tue euch die Firma unter mal verlinken und den Schraubstock, den Spanfix 4.0 verlinke ich auch. Zu meinem Kanalvideo sind auch sehr viele Fragen gekommen, aber der geht ja jetzt erst bis da und es kommt da rüber noch ein zweites System und erst wenn ich das gemacht habe, gehe ich im Speziellen auf die Fragen ein. Elektriker kennen das System natürlich in der Blechvariante mit Erdungsdrähte und so weiter. Erst wenn ich da fertig bin, gehe ich auf das Thema genau ein. Einige haben mich gefragt, was das für eine Soundbar ist. Die ist von Summit. Ich bin da sehr zufrieden. Ich habe die schon mehrere Jahre und habe es in die anderen Werkstätten auch schon drin gehabt. Ich bin da top zufrieden damit. Das Einzige, die hat keinen USB-Anschluss und keinen Bluetooth-Anschluss und darum habe ich das Interface dazu gemacht. Das Interface ist irgendwo von irgendeinem Ali-Chinesen, weiß ich nicht. Die Soundbar kann ich mal verlinken. Das ist da einmal das und zeig mir das. Und da unten, das ist dann die Bassbox der Subwoofer dazu. Funktioniert tadellos, ist super gut, ist ein Radio drin. Ich verlinke das Ding unten einmal. Wenn ich den Link von dem drum noch finde, von dem Display, dann stelle ich den auch ein. Allerdings muss ich sagen, ich glaube, dass die Chinesen-Geschichten da, dass das nicht allweil lang gibt. Ist nichts Hochwertiges, ich glaube, das hat 8 Euro oder sowas gekostet. Also absolut was Primitives, aber es erfüllt halt genau den Zweck. Ich kann per Bluetooth mit Handy verbinden oder einen USB-Stick einfach einsetzen. Dann wurde ich mehrmals gefragt, wie ich das da montiere und haben sie das Ding gesehen. Was das für komische Steckdosen ist. Das ist ein 380-400 Volt Starkstrom-Stecksystem, nennt sich Perilex. Das waren früher ist das ganz viel verwendet worden. Ich muss aber dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass es das nicht mehr gibt. In der Gastro und in der Medizin wird das noch sehr häufig verwendet. Am Bau und in der normalen Haushaltsgeschichte und so weiter natürlich nicht mehr, weil das nicht besonders robust ist. Es war ein wenig anfällig, war ein wenig friemlig. Aber es ist verpolungssicher und es ist ein absolut nach wie vor ein gebräuchliches System. Nicht mehr im Alltag, aber in bestimmten Anwendungen wird es nach wie vor verwendet. Perilex heißt das Ding. Ist halt da drin. Jetzt kommen wir aber einmal zum Hauptgrund von diesem Video. Ihr seht, da haben zwei Lampen. Einmal das Unterteil, einmal nur der Einsatz. Einmal ist Baumarkt und einmal ist Elektrofachhandel. Beides 2020 gekauft, beides neu. Beides bei mir und von mir montiert gewesen. Habe ich extra für das Video wieder demontiert, um euch das zu zeigen. In dem Video, das ich anfangs verlinkt habe, das mit der LED-Umrüstung, habe ich ja gezeigt, wie man ohne die Starter-Dummies, wie man einfach nur 230 Volt auf eine 230 Volt LED-Röhre legt. Mit diesem Anschlussbeispiel. Da sind viele Einwände gekommen, teilweise sogar berechtigt. Also Fakt ist, ganz klar, diese Röhren sind an dieser Seite gekennzeichnet, 230 Volt. Und an der anderen Seite sind sie gekennzeichnet 230 Volt durchgestrichen. Die LED-Röhren haben auf der Netzseite den ganz normalen Anschluss und auf der anderen Seite, der gekennzeichnet ist mit kein Netz, sind die beiden Pins durchgebrückt. Durchgebrückt deswegen, weil es eben da spezielle Schaltungen gibt mit den Dummies. Jetzt ist es natürlich so, wenn jetzt ich die Schaltung, die ich gerade gezeigt habe, vom letzten Video, wenn ich die einbaue, das heißt 230 Volt, auf einen Lampensockel, das einfach geht, das wunderbar passt. Wenn ich das verkehrt einsetze, das ist durchgebrückt, mache ich natürlich
eine Brücke, da ist eine Kurzschlussbrücke drin, mache ich eine Brücke zwischen Außenleiter und Neutralleiter, das heißt ein Kurzschluss. Es wirft Sicherung, vielleicht, je nach Hersteller kann durchaus sein, dass sogar vielleicht die Röhre zerstört wird, da irgendwo ein Schwarzpunkt passiert, die Kontakte zusammenbickern. Ja, das stimmt. Es gibt da alternative Anschlussweise. Die Blenden geht es ein. Da würde dann der Außenleiter auf einen Pin auf dieser Seite gelegt werden, der Neutralleiter auf einen Pin auf der anderen Seite und die beiden freien Pins durchgebrückt. Das Beutel blendet euch ein. Da könnte man die Röhre dann auch andersrum einsetzen, ohne dass irgendein Kurzschluss oder irgendein Problem geben würde. Das habe ich auch nicht bestritten, angekreidet oder sonst irgendwas. Das ist Fakt. Nur, jetzt kommen wir zum Pudelskern. Zu behaupten, dass das, was ich da gemacht habe, irgendwie verboten ist, wenn das so ist, also ich persönlich kenne jetzt dazu keine Vorschrift, die das besagt, nur wenn das verboten ist, frage ich mich, ob deutsche Händler dann das System als neues System verkaufen dürfen. Ich zeige euch jetzt beide Lampen und zeige euch, wie die ab Werk, ab Handel angeschlossen sind. Ich glaube, man kann das jetzt gut sehen. Zwei Adern, beschriftet N und L, eine rot, eine weiß, führen beide zu dieser Fassung. Zweites Beispiel, da könnte man jetzt meinen, ja, da haben ja die Adern, die auf die andere Seite gehen. Okay. Auf dieser Seite ist der Anschluss. Einmal Neutralleiter und einmal Außenleiter. Beide Adern gehen einfach nur durch. Zu dieser Anschlussklemme, da glaube ich, kann man es ganz gut sehen, die beiden Pins von den Fassungen sind da durchgebrückt. Einmal geht Außenleiter und Neutralleiter auf die erste Fassung und dann die 230 Volt, also Außenleiter und Neutralleiter auf die zweite Fassung. Ich nenne jetzt absichtlich keine Markennamen, aber um dem Ganzen vorzubeugen, eins davon kommt aus dem Baumarkt, weil da können wir jetzt nicht gegen Einwände, ja, das ist ja irgendwie keine Markenqualität und so weiter, aber eins kommt aus dem Baumarkt und das ist auch eine Marke. Das zweite ist aus dem Elektro-Großhandel, aus dem Elektro-Fachhandel, das ist eine Marke, eine sehr bekannte Marke. Jetzt weiß ich nicht, ich bin jetzt da ein bisschen sprachlos, ich möchte da jetzt gern, haben ja laute Kommentare, extrem viele Spezialisten dabei. Dort soll mir das bitte schreiben, wo es genau der Sache ist. Ich meine, ich räume ja ein, dass die andere Variante andere Möglichkeit gibt und dass dies unter bestimmten Voraussetzungen vielleicht sogar besser ist, weil man es tauschen kann. Was mir aber ein großes Anliegen ist, ich habe extra in dem Video gesagt, wenn ich in diese Leuchte, in eine bestehende Leuchte, VVG, KVG, Vorschaltgeräte rausbaue, also die alten Drosseln, Amseln, Drosseln, Außerbau und dies ändere, erlischt die Zulassung durch diese Umbaumaßnahme, erlischt von der Lampe die Zulassung dieser Leuchte, dieser Lampe. Gewerblich ist das jetzt natürlich so, wenn ich das mache, übernehme ich die Verantwortung, ich als Elektrobetrieb, die Verantwortung für die Leuchte. Jetzt ist es wieder so, ich weiß nicht, wie es ist, das alle handelt. Aber ich zum Beispiel muss ja meine Anlage prüfen. Man muss ja für jede Arbeit ein Prüfprotokoll anfertigen und eigentlich auch ein sogenanntes Übergabeprotokoll. Das heißt, mit einer kleinen Einweisung. Also, ich schreibe da auf die Einweisung, gehe mit dem Kunden da rundum, wenn es privat zum Beispiel ist, gehe mit dem Kunden rundum und erkläre, so oder so ist das. Macht erstens, frage ich den zuerst, ob ich das, ich kläre ja das, dann halte ich das schriftlich fest. Auf dies und dies. Trotzdem, ich weiß, wenn es jetzt heute ein berechtigtes Problem geben würde, würde wieder ich belangt werden. Verstehe vollkommen.
kann der eine oder andere schon das Risiko gehen, nicht rein. Ich muss aber jetzt ganz ehrlich sagen, wenn ich als Elektriker am Neubau beim Kunden, wenn der Kunde zu mir sagt, du häng mir auf der ganzen Baustelle Fassungen auf, und ich hänge da überall die Fassungen auf, die wo es jetzt heute zum Beispiel gibt, wo maximal 60 Watt ein darf. Ich habe ja schon gesagt, ihr wisst gar nicht, was im Umlauf ist. Ich kenne sehr viele Leute, unter anderem bin ich ein Freund davon, wie die Glühbirnen verboten worden sind, habe ich jede Menge 100 Watt Glühbirnen, 125 Watt Glühbirnen gekauft. Man kann ja nach wie vor 100 Watt Glühbirnen kaufen unter der Kennzeichnung Hammerschlag mit einem dicken Glühwendel für Baustellen. Wenn jetzt da was passiert, weil einer 100 Watt reintut, ist auch der Elektriker schuld. Da hat noch nie einer irgendwie umeinander gesponnen. Ich muss jetzt dazu sagen, jeder muss für sich selber natürlich verantworten können, ob er der Geschichte traut oder nicht. Ich kann halt eins sagen, es ist da drin ein Lüsterklemm oder irgendeine Klemme in der Lampe, da gehen die zwei Draht, Außenleiter und Neutralleiter, über diese Klemme auf den Lampensockel. Und das war's. Wenn jetzt der Kunde da drin die Lampen verkehrt eintut, die Röhren verkehrt eintut, ja, ist das so also eine Sache, wenn es da einen Kurzschluss gibt, ob ich da belangt werde. Bei neuen Lampen ist ja das Risiko genauso da. Es steht auf der Röhre, steht um, da ist 230 Volt, da sind nicht 230. Natürlich sollte man das in der Leuchte drin kennzeichnen, ganz klar, habe ich letztes Mal nicht gezeigt. Ich mache das dann aber so, auf der Seite schreibe ich einfach mit einem schwarzen Etting hier LED und mache 230 Volt Seiten. Aber das Problem fürchte ich sowieso nicht, weil ich mit meinen Kunden da rundum gehe. Ich gehe rundum, zeige das, mache ein Übergabeprotokoll, schreibe das ins Protokoll mit ein und somit bin ich da irgendwie auf der sicheren Seite. Also ich habe da sicher, es mag sein, dass bei einem Rechtsstreit irgendein Problem geben würde, könnte. Weiß ich nicht, das muss ja jeder selber verantworten. Ich habe da auf alle Fälle keine Angst davor. Ich spekuliere jetzt gerade, wie das mit den Autos ist. Wenn einer einen Benziner hat und tankt da aus Versehen Diesel und würde dann fahren, dann geht das Auto kaputt. Wird da der Hersteller vom Auto belangt oder wie ist jetzt das? Ich meine, steht auf der Zapfsäule der Diesel um. Ich weiß gar nicht, ob es im Tankdeckel drin umsteht. Wenn er so ein Aufkleber drin ist, der könnte sich ja lösen. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt die Hersteller belangt werden. Man kann natürlich alles brutal dramatisieren. Habt vollkommen recht. Dann bin ich mir aber fast sicher, dass man fast gar keine Arbeit mehr ausführen kann, weil überall irgendein Problem entsteht. Wisst ihr, was ich da jetzt tue? Für dieses Video, ein sauberes Clickbait-Foto wieder machen. Das war's wieder von dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus, Pfiat euch.